Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Post von meiner Sensi-Beraterin Nicole bekommen. Ich habe euch die letzten zwei Happy Mails, glaube ich, nicht bekommen. Also eine ist irgendwie im Nirvana verschwunden und die für Juni tatsächlich habe ich gar nicht vor der Kamera gedreht. Ich war irgendwie da so durch den Wind, dass ich es direkt aufgemacht habe. Aber die für Juli ist heute angekommen und deswegen machen wir die zusammen auf und schauen mal, was die uns Tolles reingepackt hat. So, erfahrungsgemäß packt sie immer irgendwelches Konfetti und Glitzer rein. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen beim Aufmachen. Okay, also hier steht schon mal Duft und Süße. Total niedlich, heute mal in so klein. Das bastelt sie auch alles selber, finde ich total schön. Und hier steht, hallo du Sensi-Verrückte, mit der Juli-Box möchte ich dir was besonders Gutes tun. Da die Sommermonate, was das Düffeln angeht, eher etwas zurückhaltender sind, möchte ich dir gerade deswegen ein dickes, fettes Dankeschön für deine Unterstützung sagen. Natürlich gibt es auch den Duft des Monats Juli. Das Video dazu kam am 30.06. Das hast du bestimmt gesehen und weißt, wie sehr ich ihn mag und vor allem die Dinge. Und vor allen Dingen die Lampe. Tatsächlich, ja, das Video habe ich gesehen. Ja, ich freue mich immer, wenn der Duft des Monats dabei ist, dass man immer dran riechen kann. Und auch die Beschreibung gefällt mir sehr, sehr gut. Darf ich vorstellen, Desert Tropics. Eine bunte Palette tropischer Beeren, Drachenfrucht. Üppige Mango und Ananas erwachen nach einem Wüstenregen zum Leben. Viel Spaß damit und nochmals Dankeschön für alles. Liebe Grüße, Nicole. Und ihr seht, es ist hier wieder mit Stickern zugeklebt, mit so einem hübschen Papier. Richtig tolles Seidenpapier. Seht ihr, was ich meine? Hier ist wieder Konfetti. Hier auch. Hupala. Wollte euch nicht umschmeißen. So, hier steht Iceland Days Collection. Erhältlich ab dem 25.07. ab ca. 20 Uhr alle 5 Düfte im Kombi-Angebot für 35 oder einzelne Bars aus der Kollektion für je 8,50. Gönne dir mit diesen tropischen Düften eine Auszeit im Paradies. Viel Spaß beim Düften. Liebe Grüße, Nicole. Ich werde die jetzt nicht alle rausholen. Ich werde das mal ganz in Ruhe nachher riechen. Hier haben wir zum Beispiel Salted Bergamot Breeze, beziehungsweise rausholen werde ich die, aber jetzt nicht alle durchschnüffeln. Und sie gießt diese Proben immer in so kleinen, wie sage ich das, Täfelchen, weil die Berater nicht eine ganz so große Menge von einigen Düften, also Düfte, die bald rauskommen, dürfen die etwas bestellen, aber halt nur wenig. Und Nicole hat sehr viele Kunden, deswegen muss sie immer schauen, dass sie entsprechend viel daraus gießen kann. Und die macht sie halt immer in diesen kleinen Schoki-Form. Und ich kann ja schon mal sagen, dass der richtig gut riecht. Ich hole die nur einmal kurz raus und zeige euch, wie die heißen. Also so ist jetzt 5, glaube ich, ne? Ja. Einmal Star Apple Fresia. Die hören sich auf jeden Fall von der Duftbeschreibung alle sehr, sehr gut an. Driftwood Jasmine. Sunshine Tan Lines. Tiara and Coconut. Also die hören sich alle sehr, sehr gut an. Die werde ich nachher mal ganz in Ruhe dran riechen. Und mal auf mich wirken lassen. Aber mal eben wieder da rein. Also wann kommt das? Am 25.07. Ich weiß noch nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Aber ja, so Konfetti. Dann hat sie ein Scentpack dazu gepackt, Blue Grotto. Also ich muss wirklich sagen, dass meine Beraterin Nicole, ich war ja vorher bei einer anderen Beraterin, Nicole ist wirklich super. Man kann sie immer anschreiben, wenn irgendwas ist. Sie macht halt ihre YouTube-Videos, sie ist auf Instagram aktiv und man kann sie überall erreichen, was ich total klasse finde. Und was ich super, super schön finde, dass sie halt diese Sachen hier verschickt. Sie verschickt nicht nur Proben, wie ihr das sehen könnt, hier ist noch jede Menge andere Sachen drin.
Sachen, die sie selber kauft und tatsächlich an ihre Kunden zum Testen weitergibt. Und ja, Nicole ist einfach eine ganz, ganz tolle Beraterin. Ich packe euch ihren Link zum Shop unten in die Videobeschreibung. Also wer Bock hat, kann gerne mal bei ihr vorbeischauen und bestellen. Blue Grotto. Ich glaube, davon hatte ich mal eine Duftblume. Ich meine, das wäre ziemlich gut gewesen. So, ich glaube, das ist der Duft des Monats. Genau, Desert Tropics. Da riechen wir auch mal dran. Wonach sollte das riechen? Tropische Beeren, Drachenfrucht, Mango, Ananas. Alles, was ich gerne mag. Das hier hat sie übrigens in so süßen Schmetterlingen geformt. Ja. Das riecht sehr, sehr lecker. Sehr fruchtig. Also perfekt für den Sommer, würde ich tatsächlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann hat sie noch dabei gelegt einen Kaba mit Bonfire Beach. Ich glaube, den hatte ich mal. Den fand ich richtig gut. Ich meine, das wäre Bonfire Beach gewesen. Der hat mich richtig umgehauen. Und die kann ich einfach immer gebrauchen. Ich kann immer Sandpacks oder Sandcircles gebrauchen, weil ich die immer im Auto hängen habe. Und zu guter Letzt haben wir noch einmal den Duft Luna. Oh, da ist noch einer und noch einer. Und noch einer. Ja, wie gesagt, die kann ich einfach immer gebrauchen. Also, ja. Ja, richtig cool. Also, da werde ich nachher mal mich durch die Düfte riechen. Durch die Düfte riechen. Finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, Link zu ihrem Scentsy-Shop, zu ihrer Scentsy-Seite, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wer Lust und Laune hat oder vielleicht sogar die Beraterin wechseln will, kann gerne zu Nicole kommen. Ich kann sie wirklich nur empfehlen und euch ans Herz legen. Ja, meine Lieben, das soll es wieder mit meinem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.